Na, liebe Leute, wir sind in der neuen Folge Let's Play World of Warcraft und ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge hier aufgehört haben. Ich habe wieder eine kleine Pause zwischendurch gemacht. Ich habe momentan nicht so viel Zeit, weil wir ja, oder ich mehr oder weniger am Renovieren sind. Ne, ihr wisst schon. Und daher immer nur ja drei Vögelchen für die Woche aufnehmen und dann die Woche drauf auch wieder. Andererseits ist es halt auch cool, wenn man so auf euer Feedback dann relativ kurzfristig eingehen kann, als wenn ich jetzt erstmal stundenlang aufnehmen würde und dann für Wochen quasi vorproduziert hätte. Von daher passt das schon. Ich muss gerade mal eben gucken. Wie gesagt, ich drehe den Sound ja mal runter. Ich vergesse immer vor der Aufnahme das hochzudrehen. Deswegen mache ich das jetzt, aber das ist ja auch nicht wirklich schlimm. So. Ich würde sagen, wir gehen mal da. Oder wo waren wir? Ne, wir waren doch. Ach, Moment. Ach ja, können wir auch hinlaufen. Jetzt sind wir hier auf der Hälfte schon fast. Wir wollten ja hier die Mission machen von dem Rala, Schattenjäger Rala oder wie er hieß. Hieß der überhaupt so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall da in dieser Felsschlucht. Werde ich angegriffen? Nee. Felsschlucht ist es ja auch noch nicht mal. Also, ach, wir können auch direkt, wir müssen ja nicht daher hin. Wir können ja auch auf dem Weg schon quasi hier die Gegner angreifen. Machen wir das doch direkt. Wunderbar, wunderbar. Dosis Lauragift. Lauerergift. Muss ich die befreien, die Eingefrorenen? Das erinnert mich, ist nicht in Nordend auch irgendwie so ein Gebiet, wo ganz viele eingefrorene Leute sind? Bei den Söhnen Hodi ist irgendwie so ein Schlachtfeld, so ein eingefrorenes Schlachtfeld, glaube ich. Ich werde angegriffen. Ey, ich hab dich befreit. Unverschämtheit. Ich muss nochmal die Kopfhörer ein bisschen leiser machen, sonst hört ihr das wieder. Und das wollen wir ja nicht. Was ist denn hier los? Voll die Pali. So. Den auch noch befreien. So. Schön looten. Muss ich hier überhaupt befreien hier? Ich weiß gar nicht. Naja, lassen wir es mal. Ich sehe da nicht irgendwie was aufplöppen. Ihr vielleicht. Gut, wer greift mich an? Ach so. Diese Eiskugel da, die die Leute hier einfriert quasi. Dann gehen wir weiter. Oh, da ist Grondo oder wie hieß der? Doch, Grondo. Grondo ist richtig. Dann haben wir den direkt mal weg. Wenn wir den töten. Ich weiß nicht, was für eine Respawn-Zeit der hat, deswegen machen wir das einfach mal fix. Zack. Dann passt das schon. Würde ich sagen. So. Oh, da müssen wir raus. Sonst wird es ein bisschen doof. Von dem Schaden her. So, getötet. Looten müssen wir nicht, aber ist ja auch nicht verboten. Dann müssen wir hier diese Kräuter noch einsammeln. Das können wir auch nebenbei schon mal machen. Und der lächelt mich gerade so an da vorne. Von daher kloppen wir ihn weg. Zack. So, komm, aufmounten hier. Zack, können wir nochmal reppen hier. Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen was. Hatten wir schon an Schaden bekommen. So. Kräuter pflücken. Hier sind wieder noch ein paar. Und da vorne. Ist da irgendwas? Nee.
Dann weiter in die Richtung. Ruckel, ruckel. In die Richtung wollte ich sagen. Hallo Eiszorn. Ich finde die neuen Elementare gar nicht so schön. Findet ihr die gut? Ich. Das irgendwie sind die nicht mein Fall. So, da, guck mal, wie viele da sind. Meine Herren, meine Herren. Sehr schön, sehr schön. Oh, und da vorne. So, so, und einer noch. Dann mal das, wie der aussieht hier. Der eine Nase da vorne dran. Sieht ja sehr lustig aus. Lustig, lustig. Gehen wir dem mal auf die Nase, wenn er schon eine hat, ne? Ziehen wir mal ein Mikro ein bisschen näher ran, wo ich mich nicht so nach vorne beugen, um zu reden. So, die haben wir auch alle. Dann müssen wir noch Frostsplitter oder so ähnlich. Wo gibt's die? Da in die Richtung. Oh, ist das irgendwie ein Riesenvernichter? Scheint irgendwie ein Rare oder so zu sein. Kann das? Auf jeden Fall ist ein Totenkopf auf der Map drauf. Dann machen wir die doch mal weg hier. Da springen die Leute runter. Auch kein Problem. Die werden wir schon alle los hier. Kommt doch mal alle ran. Leute, hier, komm, zack. Zack. Und du. Hallo? Ah. Gucken, was es hier so an Beute gibt. Ah. 49 Garnisonsressourcen. Naja. Gibt Schlimmeres. Gibt Schlimmeres. Okay, die Frostsplitter scheinen wohl von denen zu droppen. Das habe ich mir fast schon gedacht. Na gut. Frage ist, wie gut die droppen. Ach, also, ach, nur drei, ich dachte fünf. Na gut. Dann geht das ja. Ich hatte beim letzten Mal, als ich halt gemacht habe, glaube ich, sechs getötet und drei Splitter bekommen. Das heißt, nach meinen Erfahrungen müssten das eine 50-prozentige Drop-Chance haben. Kann aber auch Zufall gewesen sein. Ich weiß es nicht. So. Den brauchen wir noch da. Vielleicht droppt der ja unser ersehntes Stück. Nein. Ja, der letzte ziert sich jetzt ein bisschen was. Naja. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Ah, immer noch nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da müssen wir jetzt suchen gehen, wo noch Gegner sind. Seht ihr welche? Ich nicht. Da sind doch welche. Unser Wolf kommt uns zur Hilfe. Sehr schön. Und da haben wir auch den letzten. Dann können wir Quests abgeben gehen. Das gefällt mir doch. Gom ist da. Die sehen wiederum cool aus, finde ich. Aber den greifen wir nicht an. Vor dem habe ich ein bisschen Angst. Wo waren das? Hier schon? Nein. Da vorne dann. Genau, da in der Ecke. So, einmal um die Ecke rum hier. Rala hier, sisse. Wusste ich doch. Lauerer. Quest Auf da. abgeben. Wer ihr sein dürft. Wohlwollend bei den Frostwolf-Orks. Alles Das klar. gefällt mir. Nur nicht so schüchtern. Haltet euch vom Voodoo Zack. fern. Und direkt eine Hindert neue uns Quest. nicht. Grosch, der Mächtige. Den müssen wir töten. Wollen wir doch auch tun. Einmal in die Richtung da.
So. Hier wird fleißig gekämpft von anderen Spielern. So ist's schön. So. Wo war denn der noch gleich? Irgendwo hier müsste ein Höhleneingang sein, oder? Da oben, nee. Kurz am Ohr kratzen. Ach, hier. Hier ist doch der Höhleneingang. Und da ist er schon. Grosch, der Mächtige. Halt die Gosch, Grosch! Ja. Ist das hier? Aha. Was ist denn das? Egal. Oh, nicht schnell genug gewesen. Den gibt es im Hochfels auch so einen, der das macht. Oder war das Hochfels? Ja doch, ich meine schon. Und ich überlege gerade. Hochfels, Hochfels, wo war denn der? Ich kann mich daran erinnern, dass da einer ist, der so hin und her haut. Ich meine, das war Hochfels. Ich meine, anderen Raid haben wir momentan halt nicht, aber jetzt am Donnerstag kommt ja der neue Raid. Ich bin da schon gespannt drauf. Wie seht ihr das? Seid ihr auch schon gespannt? Also ich schon. Ich freue mich, ich freue mich. Neuer Raid, neue Bosse und so weiter. Ist schon ganz schick, finde ich. So, dann fahren wir mal zurück hier. Und geben die Quest auch noch ab. Dann kriegen wir nämlich den Rala irgendwann, wenn wir die Questreihe hier beendet haben, auch als ja, Garnisonsanhänger, wie auch immer, oder Mitarbeiter. Ich weiß jetzt nicht, wie man genau das nennt. Ich glaube, Anhänger ist richtig. Genau, ach, okay. Das hätten wir schon. Das hätten wir schon. So, dann müssen wir in die Garnison zurück. Ruhestein ist gerade auf CD, deswegen müssen wir hinfahren. Macht aber nichts. Dann fahren wir eben zurück und geben die Quest ab. Ist ja alles kein Problem. Wir sind ja flexibel. Und stoßen möglichst nicht ans Mikrofon, aber das passiert halt manchmal. Deal with it, mein Freund. Ja, ja. Ich habe die vorhin auch nicht... Ich vergesse die immer auf den Twink loszuschicken, diese... was sind das hier? Ja, ich vergesse die mal loszuschicken, deswegen können wir die auch gleich direkt mal losschicken, die Leute. Hier angelt jemand im... in der Lava. Ja, warum auch nicht? So, da ist unsere kleine Garnison. Tutut, guten Tag. Habe ich das schon im Let's Play erwähnt, dass man hier die Türen zumachen konnte? In der Beta, das finde ich ganz cool. Geht leider nicht mehr. Sehr ärgerlich. So. Folgende Zauberbuch der Garnisonsbaupläne. Ah, okay. Jetzt können wir nämlich noch mehr bauen. Also wir können jetzt erstmal die Halle hier aufwerten. Das machen wir. Dann lädt's kurz. Ich habe euch und eure Truppen viele Schlachten auf Draenor gewinnen sehen. Nun stellen wir uns gemeinsam der größten Herausforderung. Der Eisernen Horde. Vielen Dank, Durutan. So, die haben wir jetzt auf Stufe 2. Da vorne können wir auch direkt mal hier so Zeugs abholen. Geht leider nur bis 500, sonst hätten wir wahrscheinlich noch mehr gekriegt über die Zeit, jetzt die es rumsteht. Ich werde wahrscheinlich dann... Zack, 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 habt ihr gesehen. Wie viel habe ich denn? 1188. Ich werde wahrscheinlich außerhalb des Let's Plays immer mal wieder hingehen und dann Missionen starten und so, dass wir hier Garni-Zeugs dann bekommen, quasi, also diese Ressourcen. Und
dann können wir im Let's Play vielleicht auch mal Sachen bauen oder so, ja, wir gucken einfach mal. Apropos bauen, in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was wir hier so alles hinstellen in unsere Garnison an Gebäuden und so und questen feucht und fröhlich weiter. Bleibt schön gespannt und dabei, bis zur nächsten Folge.